So, herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial, wie man auf OneNote kann Sachen bearbeiten und finden kann. Als erstes tut ihr in eurem Browser Office 365 eingeben und dort müsst ihr euch mal anmelden. Tut euch bei Login und nachher sieht das noch so aus. Anmelden, das sind die Anmeldedaten, die ihr hier von der Schule habt bekommen. In meinem Fall ist das bei euch sieht es anders aus, das ist nachher der students.idm.ch. Falls ihr die Login-Daten nicht mehr habt, meldet euch bei mir. Wenn ihr sie vergessen habt, dann müsst ihr selber schauen, ihr könnt das Passwort zurücksetzen. Das ist eigentlich nicht in meiner Aufgabe, euch die Passwörter zu verwalten. So, wenn ihr euch hier eingeloggt habt, dann kommt ihr auf eine Oberfläche, wo ihr ganz viele Sachen habt. Und das OneNote seht ihr da oben, ist das Symbol hier. Und jetzt ist noch das Problem, dass ihr da Sachen drin habt, so wie ich, ganz viel. Und jetzt müsstet ihr ein Notizbuch auftun, und das wäre das, was KMAP19 heisst. Das ist das oberste bei mir. Dann ihr das öffnen. Und nachher haben wir da die Struktur von diesem Notizbuch hier. Und zwar seht ihr auf der linken Seite, habt ihr da ganz viele Sachen. Bei euch sieht es anders aus. Ich habe natürlich jetzt den Namen von jedem, der in dieser Klasse ist. Bei euch wird nur euer eigener Name stehen, besser gesagt, der Ordner dort sein. Nachher ist es so, dass ihr da bei Abo Klassenbuch habt ihr eigentlich immer die Übersicht, was da geht bei jedem Tag, wo es gegangen ist. Aber am meisten oder für euch am wichtigsten ist bei eurem Namen. Habt ihr jetzt da so eine Übersicht, wo eigentlich normalerweise die verschiedenen Themen drin sind. Ihr seht, ich habe hier Distance Learning, einen neuen Ordner gemacht. Und dort drin werdet ihr jetzt während der Zeit immer die Aufträge drin finden und das können bearbeiten. Ihr könnt hier auch selber Sachen aufladen und reinschreiben und ich kann das nachher anschauen. Und so können wir da tiptop zusammen arbeiten. Wenn weitere Fragen sind, meldet euch oder schaut euch zuerst selber mal nachschauen oder googeln, ob ihr irgendeine Lösung findet. Merci.